Heute geht es um einen Selfie-Stick mit Halterung und LED-Videoleuchte. Und als kleines Stativ auch noch zu nutzen. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr auf meinem Kanal oder meinem Technikkanal eingeparkt habt. Hätte ich was eingecheckt habt, hätte ich was so schön vom Flugzeug. Und schön, dass ihr zum neuen Video dabei seid. Das freut mich. Ausgequatscht, ab geht's gleich. Und zwar geht es heute mal um einen Selfie-Stickel. Ist schon ausgepackt in so einer kleinen schönen Schachtel. Ist der. Und den wollen wir uns gleich mal genauer anschauen und gucken, ob man sowas auch mal erstmal nutzen kann. Weil wenn man so einen kleinen Kanal erstmal eröffnet was anderes mitmacht und kostet das immer weniger Geld und das Budget ist am Anfang immer knapp. Das spreche ich aus der Erfahrung, das war bei mir nicht anders. Ich habe damals mit einer Videokamera angefangen, die ich noch häuslich hier hatte. Und nicht jeder hat das Geld, sich eine DLC-Kamera zu kaufen. Egal welche Marke, die sind schweineteuer. Also kann man sein Handy dazu nutzen und die meisten guten Mittelklasse oder normalen Handys machen heute super Videoaufnahmen. Da gibt es nichts dran zu machen. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir nochmal dieses Produkt und dann kommt auch nochmal ein Mikro dran. Und zu diesem Video würde ich euch gerne mitnehmen und dann geht's ab zum Selfie. Ständer, check, viel Spaß beim Video. So, da ist das Produkt, das ist von Simor. Hatte ich schon öfters mal was zum Testen da. Bisschen damlich verpackt, ist auch hier immer so eine nette Dame drauf. Das ist das Vigor VG30 Vlog. Special Edition. Ne? Das ist wahrscheinlich für die weibliche Kollegin ausgedacht. Aber gut, ist ja auch wurscht. Die Farbe interessiert mich herzlich wenig. Hier ist noch mal ein Griff zum Wegschmeißen dran. Den brauchen wir nicht. Ich hatte das Ding natürlich schon auf. Ne? Weil da kann ich auch schon mal ein bisschen was sagen. Wir haben unseren Selfie-Stick hier. Den können wir ausziehen. Die Bedienungsanleitung. Die Handyhalterung, dann nehmen wir das mal Typ C-Kabel, das ist kurzes zum Laden des guten Gestöckes. Die Halterung, damit ihr euer Handy einspannen könnt. Und die Videoleuchte. Die ist eigentlich relativ einfach zu bedienen. Wir haben hier Hier haben wir ungefähr noch die Lade. Hier hinten drüber kann man das so ein bisschen einstellen. Einmal drücken sollte sich das, kann man die, sieht man hier, fängt es an zu blinken. Alexa, Ventilator aus. Okay. Wie gesagt, einmal drücken, ich bin leider gestört worden, aber das ist ja auch ein normaler Haushalt. Das war so ein bisschen schwer zu zeigen, aber das kommen wir im Video noch mal zu. Ja. Also hell ist das wirklich. Alexa, Licht 1 aus. Okay. Um das erstmal zu demonstrieren, wenn ich das hier jetzt ausleuchte, wird das schon sehr, sehr, sehr hell. Bisschen kompliziert finde ich bei der Videoleuchte. Das Verstellen. Muss ich jetzt lange drücken? Ja. Okay, der hört auf zu blinken, dann kann ich wieder. Da muss man drauf achten, das muss man erstmal rausfinden. Dann kann ich wieder drücken, wenn es jetzt wieder drückt, er blinkt. Jetzt kann ich die Farben verstellen. Drücke ich lange, ist wieder fest, jetzt kann ich wieder die Helligkeit verstellen. Das müssen wir mal rausfinden. Wir montieren das Ganze gleich mal und dann werden wir mal gucken, wie das mit der Ausleuchtung ist. So, wenn wir das Ganze dann eingelegt haben, so kann man das natürlich als Selfie-Stick zusammenpacken. Na, wir schauen uns noch mal die
Ausleuchtung an. Ich schalte es ein. Das fand ich jetzt ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt noch zwei Striche, dann wäre sie leer. Und ich nehme das mal weg, dass man die ist aus und können jetzt ungefähr verfolgen. Wir können es drehen. So, wenn wir sehen, kann ich jetzt den Farbmodus verstellen. Da muss ich wieder erst gucken. Also das ist ein bisschen mager gemacht mit dem Einstellen. Und es wird wirklich extrem hell hier. Seht ihr ja? Okay. Ich weiß, dass diese Videoleuchten ca. 2-3 Stunden halten. In der Regel, weil ich hatte so eine ähnliche schon mal. Ja. Achtet auch darauf, ich mache sie mal aus, dass ihr das so hinstellt. Sonst wird es überkipplich. Zum Handy einlegen. Kann ich jedem nur raten. Wir haben hier unseren Knopf, unseren Bedienknopf, den sollte man schön freilassen, entweder nach unten oder nach oben, wie ihr das gerne möchtet. Dann haben wir es. So, wir können das Ding natürlich jetzt ausziehen. Und wie gesagt, das sollte schon definitiv alles fest sein. Dann kriegen wir es auch nicht überkantig. Ich kann das noch so ein bisschen hinstellen, dass das nachher das Bild dann auch gerade ist. Na, damit ihr das mal so verfangen. Ich schwenke mal hoch, dann habt ihr das Gesamtbild der ganzen. Das Ganze. Praktisch, zack, und natürlich wieder als Selfie-Stick. Cool, und weiß stehe ich halt drauf. Das Schächtelchen wollen wir mal außer Augen lassen. Wir haben übrigens noch einen Typ-C-Anschluss hier zum Laden. Das Ding kann man sich natürlich hinsetzen, wie man will. Also so von der Ausrüstung her und für den Anfang mit dem Handy sein Bild zu machen, gut. Wir werden jetzt noch mal eine Live-Aufnahme machen. Bei der ganzen Geschichte mit dem Handy selbst und dann kommen wir nachher zum Schluss mal im Endreview. Ich werde mal zwischendurch das Gerät laden. Achso, zur Entnahme wieder nochmal. Bisschen anklicken und dann kann man sich das hier wieder einstellen. Das ist natürlich auch noch flexibel einstellbar hier, der Arm. Das könnt ihr drehen und wenden, wie ihr gerne möchtet. Ich stelle mir das jetzt mal ganz gerne auf die Mitte. Und dann kann man das hier nochmal klicken, dass man es dann auch gerade hat. So, hier können wir es auch nochmal verstellen, wenn wir das wollen. Na, dementsprechend. Okay, dann geht es jetzt weiter mit der Bildaufnahme vom Handy. Also ich habe schon mal ein bisschen rausgefunden. Die Bedienungsanleitung ist natürlich nicht der Hit. Die ist mal wieder in Englisch. Aber ich hatte so eine ähnliche Videoleuchte schon mal und... Directory 4 Lights, 100%, 3 Lights, 75% können wir machen. Der Akku hat 2200 mAh, das ist doch schon mal was. Instruction, da bla bla. Aber hier steht immer noch nichts drauf, wie man das Ganze nutzen soll. Reagiert nicht ganz so schön, aber wir kriegen ein schönes helles Licht. Was ich natürlich jetzt auch nicht schlecht finde. So. Das wäre langweilig, wenn wir jetzt nicht mal eine kleine Videoaufnahme damit machen. Ich will mir mal das auf dem Handy anschauen und dann komme ich dann nachher zu meiner Produktendbewertung. Also zum Anfang, um sich das jetzt hier so auf den Tisch hinzustellen, muss man ja mal sehen. Ich versuche mal das, ohne dass es knarrt, jetzt zu mir rüber zu schwenken, was es natürlich wieder nicht tut. Es knarrt mal wieder. So, hier bin ich. Hoffentlich zu sehen. Und wenn man dann zu mir rüberschwenkt, könnte man die Ausleuchtung sehen. Aber ich werde mir das mal jetzt auf einem Handyvideo anziehen, reinziehen. Und dazu werde ich jetzt mal ein Handyvideo machen und das spiele ich euch noch ein. So Leute danach, na gut, an dem Ton, da muss noch gearbeitet werden. Aber es ist eine Möglichkeit, sich bei einer schönen Ausleuchtung, mich blendet vielleicht ein bisschen, auch wenn ich mir jetzt die Brille aufsetze, kann ich besser gucken. Ja, da müsste man noch die Farbkorrektur ein bisschen einstellen. Könnte man noch ein bisschen runterdrehen. Schauen wir mir das nochmal mit der Brille an.
Es wird dann schon sehr hell. Okay. Anna. Aber ist das eine Möglichkeit, sich Videos zu machen? Und das ist jetzt eigentlich Sinn und Zweck. Die Lampe, naja, ist mehr so der Zugbringer, ne? Zugabe. Aber schön, schön verpackt. Ist auch was für die Mädels in der Farbe. Gut, ich gucke darüber weg, mich juckt es einfach nicht so. Wir kommen gleich mal zu meiner Endrezension und schauen uns, gib da mal meine Bewertung ab drüber. Okay, dann geht's gleich weiter. Ja, dann kommen wir jetzt zur üblichen Bewertung. Also wir fangen mal damit an, das ist alles Kunststoff, ein bisschen gepolstert, liegt sehr gut in der Hand, also einfach Verarbeitung. Wir können den hier drehen und ich will da auch sehr kritisch mit rangehen. Auch wenn ich das Ding gestellt gekriegt habe, das geht ein bisschen schwer. Vielleicht muss das auch so sein, weil wenn man hier Gewicht drauf hängt. Die Handyhalterung lässt sich gut einhängen, ist hier ein bisschen gummiert, hier ist mir das zu rifflig, muss ich ehrlich sagen. Dann kommen wir zum Videolicht. Einschalten. Ist gerade alle. Nee, doch nicht. Um das umschalten zu können, müssen wir hier mehrfach drücken. Dann können wir verschiedene. Ich hoffe, man sieht das jetzt so ein bisschen. Die Farbwechsel machen, dann fängt es hier auch an zu blinken. Das muss man erstmal rausfinden. Das ist wirklich ganz miesepetrig beschrieben in der Bedienungsanleitung, muss ich ehrlich sagen. Und so können wir dann auch dimmen. Dementsprechend. Das ist ein Handbedienung, finde ich sehr gut. Andererseits wieder mit dem Knopf drücken. Na gut, da muss man irgendwo eine Lösung haben. Wie lange hält so ein Teil? Also in der Regel habe ich sowas hier schon mal in Gebrauch gehabt. Habe ich euch nicht gezeigt, weil alles kann ich gar nicht zeigen. Das geht gar nicht. Vor einem Jahr halten die 2, 3 Stunden in der Regel. Und dann muss man sie laden. Zur Ladezeit meistens so. Ich will jetzt nicht lügen und nichts Verkehrtes sagen, aber 2, 3 Stunden muss man schon einkalkulieren. Wir haben hier einen Typ-C-Anschluss auf der Videoleuchte. So, nochmal ich mache die mal aus, zur Anleitung. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ich teste das ja immer so ein bisschen besser. Da muss ich wieder meckern. Bei Chinesisch, Englisch. Hier muss der Hersteller auf jeden Fall nacharbeiten. Wir sind hier auf dem deutschen Markt und da kann man doch eigentlich erwarten, dass man hier eine deutsche Bedienungsanleitung bekommt. Der Akku hat hier übrigens 2200 mAh, das ist schon erheblich. Kult Light, Warmweiß, Chromatic Light steht hier noch drin, falls ich das nicht erwähnt habe. Minus 10 bis 50 Grad Operating Temperatur. Wie gesagt, da muss ich echt was abziehen. In der Preiskategorie würde ich sagen, mittelprächtig. Na, wir sind hier, glaube ich, bei etwas über 30 oder so in dem Roundabout. Ich bin nicht mehr genau mit dem Preis, will ich mich auch jetzt nicht festlegen. Es ist eine 3 bis 4. Zum Anfang würde ich sagen, ist es in Ordnung. Man hat alles, man kann, und dafür habe ich es mir ja letztendlich besorgt, und zwar für den Urlaub, Kurzurlaub, dass man mal Videoaufnahmen machen kann. Wenn man das Ganze noch mit dem Mikro bestückt, was man hier vielleicht noch mal unter anbringen kann, also am Handy selbst, hier kann man unten noch mal was verschrauben, zusätzliches Mikrofon, Richtmikrofon oder was man da so haben kann, ist das okay. Hier kann man auch noch mal zusätzlich so ein Schnappi reinmachen, da kann man dann noch mal ein was ist das, Viertelzoll Zusatzgerät anbringen. Man muss aber allerdings aufpassen und da müsst ihr wirklich darauf achten, dass das Ding kein Übergewicht kriegt. Ne? Also immer schön vorsichtig damit, ne? Sonst Kippel und Handy weg. Ja, wie gesagt, Gesamtbewertung 3 bis 4. Schreibt aber doch mal selber in die Kommentare, was ihr davon haltet. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das bewerten würdet und was ihr davon haltet.
für den Anfang auf einen, um einen YouTube-Kanal zu rücken mit einem einigermaßen gutem Handy, was gute Bilder macht, ist das erstmal ausreichend, würde ich behaupten. Ich packe euch das trotzdem in die Videobeschreibung, kann ja jeder für sich entscheiden, ob ihn das interessiert oder nicht. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Affairs-Links nutzt. Das supportet ihr den Kanal, müsst nicht mehr bezahlen. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr wollt, das steht auch immer in der Videobeschreibung. Das ist jedem selbst überlassen. Aber wir können es wirklich gut gebrauchen, um natürlich auch hier Fortschritte weiterzumachen können zu können. Da schon mal sind wir, bin ich und mein Sohn, der mir jetzt gelegentlich oder meine Söhne hilft, sehr dankbar. Ja, Video ist zu Ende. Nächste Video natürlich am Start. Es kommt auf jeden Fall noch ein Mikro an den Start. Hier fürs Handy, damit der Ton ein bisschen besser wird. Kann ich schon mal sagen, einfach verarbeitet, aber gar nicht so schlecht. Hat sich verbessert. Das wird wohl eines der nächsten Sachen sein, damit man dann auch so einen YouTube-Kanal erstmal anfangen kann. Also man kann ganz schön viel heutzutage mit dem Handy machen. Muss man ehrlich sagen. Hätte ich auch nicht so gedacht, dass mein Samsung so gute Bilder macht. Bin ich ja begeistert. Ich freue mich auf den Urlaub, das zu nutzen. Klar, sowas landet natürlich nicht im Schrank, sondern es wird ja auch genutzt. Ach so, zur Tasche finde ich natürlich toll, dass so eine gepolsterte Tasche dabei ist. Das ist gut, über die Farbe wollen wir anderweitig reden. Ich weiß nicht, ob es die noch in anderen Farben gibt. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Nächstes Video am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Das Übliche. Und natürlich liken und Abo dalassen, wenn euch Technik interessiert. Da schon mal auch danke. Ich sage tschüss und bye-bye. Bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Achtet auf euch. Bis dahin, bye-bye und tschüss.